und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema, wie werde ich im Internet sichtbar. Heute habe ich für dich eine Step-by-Step-Checkliste, Schritt für Schritt zu deinem eigenen Podcast. Hast du schon immer davon geträumt, deinen eigenen Podcast zu starten, aber wusstest nicht genau, wie du anfangen sollst? Let's go! Wähle ein Thema für deinen Podcast und mach dir Gedanken darüber, wer deine Zielgruppe sein wird und was du in deinem Podcast besprechen möchtest. Suche einen geeigneten Namen für deinen Podcast und prüfe, ob der Name noch verfügbar ist. Kaufe die notwendige Ausrüstung, wie zum Beispiel ein Mikrofon, Kopfhörer und Aufnahmesoftware. Starten kannst du allerdings schon direkt mit deinem Smartphone. Plane deinen Podcast, plane deine Podcast-Episoden und bereite dich auf die Aufnahmen vor, indem du Skripte schreibst oder Themen und Fragen festlegst. Bei mir startet das meist mit einer Handynotiz oder einem leeren Blatt Papier und einem Stift. Aufnehmen und bearbeiten der Podcast-Episoden und füge gegebenenfalls Musik und Soundeffekte hinzu. Deine Stimme soll hier allerdings klar im Vordergrund sein. Hoste deine Podcast-Episoden auf einem Podcast-Hosting-Service, wie zum Beispiel Spotify for Podcasters, früher auch Anchor genannt. Erstelle Artwork für deinen Podcast und füge es zu jeder Episode hinzu. Veröffentliche deine Podcast-Episoden auf populären Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel iTunes, Amazon Music, Spotify und Co. Mache deinen Podcast bekannt, indem du ihn und die einzelnen Folgen auf Social-Media-Plattformen teilst und dich bei Podcast-Verzeichnissen einträgst. Halte dich an deinen Veröffentlichungsplan und veröffentliche regelmäßig neue Episoden, um deine Hörer bei Laune zu halten. Ja, und nun zu deinem Podcast-Kanal. Wähle eine Plattform für deinen Podcast-Host, kostenlos oder kostenpflichtig. Erstelle ein Intro, erstelle ein Outro, mach eine Kanalvorstellung bzw. erstelle einen Trailer. Wähle die passende und geeignete Podcast-Kategorie. Stelle die Sprache der Podcast-Folgen ein. Verlinke deine Social-Media-Konten, erstelle ein Podcast-Cover und binde deinen RSS-Feed in alle gängigen Podcast-Anbietern ein, zum Beispiel Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Amazon Music, iHeartRadio, Castbox, Pocketcasts, Radio Public, Stitcher und viele weitere. Erstelle eine Podcast-Beschreibung zu deinem Kanal. Füge bei einer Podcast-Folge auch ordentlichen Beschreibungstext und Links hinzu. Und jetzt noch ein Tipp an dieser Stelle. Erstelle deine Podcast-Folge gleich als Video statt nur als Audio. Dann kannst du diese Folge auch für YouTube, TikTok, Facebook und Instagram verwenden und die Plattformen auch direkt damit befüllen. Ja, und in deiner Podcast-Plattform lädst du einfach dann das Video bzw. die Audiospur hoch. Mehr dazu findest du auf markusflicker.com. Mehr zu diesem Thema findest du auch im dazugehörigen Podcast-Artikel oder Blogartikel natürlich, den Podcast hörst du ja hier. Und ja, noch mehr dazu findest du im Buch Wie werde ich im Internet sichtbar auf Amazon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.